folgenden Video geht es darum, wie Sie auf der HiWin-Webseite ganz einfach eine Linearachse für Ihre Applikation selbst auslegen können. Zum Auslegungstool gelangen Sie über den Bereich Service Auslegungstools. Wählen Sie hier das Auslegungstool für die Linearachsen. Im ersten Schritt können Sie sich entscheiden, ob Sie eine Einzel- oder eine Doppelachse auslegen möchten. Im zweiten Schritt können Sie die gewünschte Hublänge Ihrer Achse sowie die Masse, die Sie mit der Achse bewegen möchten, eingeben. Ihre Eingabe wird in der Grafik auf der linken Seite visualisiert. Optional haben Sie hier noch die Möglichkeit, Ihre Applikation weiter zu spezifizieren und den Schwerpunkt der bewegten Masse sowie zusätzliche extern wirkende Kräfte anzugeben. Falls Sie spezielle Anforderungen an die Genauigkeit oder Antriebsart Ihrer Achse haben, können Sie ebenfalls bereits eine Vorauswahl treffen. Um den nächsten Schritt zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie klicken auf Weiter oder navigieren sich über die Navigationsleiste oben auf die nächste Seite. Im Schritt Fahrprofil wird bereits ein Bewegungsablauf vorgeschlagen, den Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie können zum Beispiel die Startposition verändern, sowie Geschwindigkeit, Beschleunigung oder die Positionierzeit anpassen. Die anderen Werte berechnen sich automatisch. Sie können auch neue Zyklen hinzufügen, Zeilen löschen oder per Drag and Drop die Reihenfolge verändern. Ihr Bewegungsablauf wird unten im Fahrwegdiagramm visualisiert. Haben Sie alle Eingaben gemacht, gelangen Sie über Weiter zur Ergebnisseite. Hier sehen Sie alle Achsen, die zu Ihren Applikationsdaten passen. Um die Ergebnisauswahl weiter einzuschränken, gibt es auf der Seite Filtermöglichkeiten. Hier können Sie sich zum Beispiel für eine Antriebsart entscheiden oder einen Schlittentyp wählen. Per Drag and Drop lässt sich die Reihenfolge der Ergebnisse verändern, sodass Sie gezielt die Daten von zwei oder mehr Achsen miteinander vergleichen können. Haben Sie sich dann für eine Achse entschieden, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Auslegung mit allen technischen Daten als PDF herunterzuladen oder Ihre Achse im Konfigurator mit weiteren Optionen wie Endschalter oder Wegmesssystem zu vervollständigen.